Cryostasis Folge 17, Rache der Frostkuh. Den hat sie hier erwischt, den Metzgereifachangestellten. Wahrscheinlich, weil er wieder zu viel gratis Geldwurst an die Kinder ausgegeben hat. Aha. Ach, guck mal, jetzt ist er wahrscheinlich da oben, wo die dann reinkommen, siehst du? Ah, ja, genau. Boah, ist das gemein. Kannst du ein bisschen für Assassin's Creed üben. Der Retter. Lauf, Kühe. Warte mal, wenn die dann jetzt da nicht hängen. Wo rennen die denn jetzt hin? Die übernehmen jetzt das Schiff. Lauft. Ja, haben alle gewonnen. Ja, außer ich. Wir können durch die Tür hinter uns. Oh. Wow! Okay, ich glaube, es haben gar nicht alle gewonnen. Oh, shit. Oh, fuck. Wow. Oh, das ist aber eine Erinnerungssequenz. Das ist immer noch die Erinnerungssequenz. Nee, es ist einfach nur. Wir haben ja keine Bildschirmanzeige. Wisst ihr das? Aber alle Waffen. Das war zu viel Flashback fürs Spiel. Auch ein schönes Spiel. Flashback? Mhm. Sind gerade auch wieder rausgekommen. Remake. Nee, es war Another World. Ach stimmt. Na, das kommt ja alle 2 Meter auf allen Geräten raus. Das gibt's bestimmt auch für eine Schreibmaschine. Ich wüsste ganz gerne, wie viel Munition ich da noch im Clip. Aber zappeln die noch? Nee, du hast nur dagegen geschossen. Aber ja, beeindruckende Beinarbeit. Da hat die Leichenstarre noch nicht eingesetzt. Ja, aber guck mal. Der zappelt das doch Billy noch. Das ist Billy Elliot. Der guckt doch auch noch. Wie makaber ist das denn? Da ist doch noch einer gekommen. Ja. Wie sie sich halt absichtlich hinter ihren toten Ex-Kollegen verstecken. Das blöde Lied von der anderen Toten im Ohr. Scheiße. Aber er traut sich auch nicht so richtig. Du wirst halt eingeseift. Komm her, du. Guck mal, da sieht man, sieht jetzt echt mal ein bisschen aus, als würde er richtig dampfen. Boah. Krass. So, und jetzt wieder diese Richtung, oder was? Nee. Ich hätte jetzt gedacht, dass man durch die Tür kann, aber nee, man soll einfach nur zurück. Ja, sonst hätten sie, das ja auch nicht gemacht, das hätte ja keiner gesehen. Ja, Chef, wir haben jetzt noch einen ganzen Level gebaut mit ganz vielen interaktiven Elementen in die andere Richtung. Die Witcher 2 Schule des Game Designs. Jetzt geht's aber echt nochmal komplett zurück, oder wie? Ich mag Karabiner total gern. Sieh dich auch. Ja, jetzt komm, Ja, jetzt komm. Boah. Ich werd bekloppt. Nein. Ist das überhaupt hier die wichtigste Message von diesem Spiel? Was? Dass diese kleinen roten Legebatterielichter nicht warm halten und nicht heilsam sind? Das ist überhaupt ein dann doch sehr mit Tierschutz beschäftigtes Spiel. Ja, wir haben ja unseren Teil schon geleistet. Wow. Aber ich bin doch fast tot. Der Toter. Haben wir schon mal in Let's Play über absichtlich daneben schießen in Shootern gesprochen? Hä? Ich glaube, wir haben da mal drüber gesprochen. Echt? In einer bei Saints Row 3 in einer Passage, die uns komplett abgekachelt ist, also die wir wegschmeißen mussten, wo irgendwas hin war. Das hat die Öffentlichkeit nie gesehen. Das heißt, wir können jetzt weltexklusiv nochmal drüber reden. Aber ich bin gespannt, wohin sich das Thema entwickeln soll. Ich glaube, wir haben schon drüber geredet. Und zwar, dass ich in zum Beispiel den Max Payne-Spielen, die ja auch ganz viel so Partikeleffekte und so Zeug haben,
absichtlich gerne daneben schieße, um halt zu sehen, wie der ganze Dreck aus dem Zeug rausfliegt. Ach so. Jetzt, um Level kaputt zu machen und so ein Zeug. Ja, genau. Dass ich halt weiß, ich könnte jetzt sehr viel effizienter mit meiner Munition haushalten. Ja. Aber ich hau halt dann irgendwie Doppel-Uzi und Vollgas in den Geldstapel rein, damit halt alles durch die Gegend fliegt. Das habe ich jetzt gar nicht so richtig als mit Absicht daneben schießen. Und die? Oh, shit. Bin wach. Und das ist hier halt auch so eine Waffe, mit der du halt immer daneben schießt, aber alles partikelt sich kaputt. Ne? Also nochmal den Schalter. Nee? Ich glaube, die Tür geht schon auf. Die? Hm. Nochmal wieder vor. Das ist ja hier leuchtet jetzt da aber irgendwie rot. Schau mal hier in der Ecke. Das ist ja hier wie Disco Fox. Vor, zurück. Ja, bringt uns aber nichts. Wir sind schon so wahnsinnig heiß. Das sag ich ja, wegen Disco Fox. Ah, jetzt ist da hinten einer durch. Okay. Oh oh. Das ist einer mit Doppel. Oh nein. Oh. Das ist der Fliegeralarm. Ja, siehst du? Verarscht er sich vorkommen. Beste Waffe ever. Ich frage mich die ganze Zeit, deshalb hing er so viel. Ob, wenn man diese ganzen super duper Physikeffekte, wenn man das ausgeschaltet hat, ob die Waffe dann irgendwie. Ob die Waffe dann irgendwie tödlicher aussieht, also ob das... Nee, die sieht eigentlich nur, das sieht alles nur wesentlich lamer aus, wenn das nicht an ist. Okay. Also ich finde, das Spiel lebt schon sehr von diesen Effekten. Ist cool, ja. Weil es einfach echt cool ist, ja. Michael Obermeier macht einen guten Wortwitz in einem Eisspiel, das etwas cool sei. Ich kann nicht drüber lachen. Kann ich auch nicht drüber lachen. Jetzt ist hier aber mal auf dem Holland. So. Ach guck. Zeitsprung. Engage! Boah, das scheiß Viech wieder. Die scheiß Resident. Bin ich hier so ein Hund? Nee, du bist ein Mensch. Ich glaube, du darfst nicht so nah ran. Also in schönen Abstand und schön ruhig durchgehen. Diese scheiß Resident Evil Hunde, ey. Kann ich hier springen? Ja, kann ich auch. Gut. Egal, aber da nicht rüber. Da nicht für. Boah! Was hängt denn da? Wie heißt denn diese bösen Raumschiffe aus Babylon 5? Jetzt hat er dich von hinten, der auf dem Tisch stand, erwischt. Die Schatten oder wie hießen die? Achso, die Schatten, ja. Ich glaube, du musst nicht dran vorbeischleichen, du musst nur den Abstand nehmen. Oh, dahinter steht ja auch noch einer. Du musst nicht knien oder so. Du musst nur einfach. Darfst sie nicht berühren. Ich übertrage halt einfach nur mein Verhalten, wenn ich im Englischen Garten auf Hunde treffe, auf die Realität. Und du musst halt vielleicht auch mal gucken, wo die stehen. Oh, der frisst da schon was. Na, halt sie doch mal im Auge, Mensch. Nee, wenn ich die nicht sehe, hinzugucken, nicht sehen die mich auch nicht. X. Rückgehen, zurückgehen. Ah, da war Schwein gehabt. Da nee, der Schalke ist ein ganz lieber Hund, oh. Sieht wenn dann eher nach Fernkampf aus oder nach draufhalten. Schau mal, ob du die nachladen kannst. Die Wasserpistole? Ne, die andere. Hallo? Oh, frag mal, ob du einen Nachschlag kriegst, ob du die bei uns in der Kantine hast. Ja, da kriegt man immer was.
Aufs Maul. Oh, da hinten liegt auf jeden Fall eine neue Seite. Da ist noch Munition hierfür. Ob wir es bis dahin schaffen, ohne dass das Spiel abstürzt? Ich sage nein. Only one way to find out. Was ist denn das? Facehugger. Ich glaube, das ist eines eine Heizplatte gewesen und da lag halt was drauf. Wie die US-Regierung, das ist kein Außerirdischer. Das ist eine Heizplatte. Du wirst sterben, du wirst sterben, heulten sie. Und der Wald ließ ihre Schreie widerhallen und die Blitze rissen die Dunkelheit in Stücke. Danko sah jene an, für die er sich so sehr angestrengt hatte, und erkannte, dass sie wie Tiere waren. Viele Leute umringten ihn, aber es war keine Menschlichkeit in ihren Gesichtern. Er konnte keine Gnade von ihnen erwarten. Jetzt pochte auch sein Herz vor Entrüstung. Doch das Mitgefühl für die Menschen löschte dieses Gefühl wieder aus. Er liebte die Menschen und glaubte, dass sie ohne ihn sterben würden. Ob die Moral von der Geschichte ist, dass die, vor denen sie weggelaufen sind, auch nur die sind, die den Mut verloren haben, wer weiß es. Boah, scheiße! Wo ist er? Ich glaube, du hast ihn erwischt. Ja, da liegt er. Gib Pfötchen. Gib Pfote. Bei Amy kannst du das machen, wenn du High Five sagst. Wir möchten uns für diesen sehr abrupten Schritt entschuldigen. Schnitt entschuldigen. Aber Fritz, was war los? Irgendwas stimmt in dem Raum nicht. Wir haben eine sehr merkwürdige Fehlermeldung bekommen, die anders war als alle, die wir vorher bekommen haben. Und wir hoffen, dass es wirklich nur an dem Raum lag. Wir mussten uns gerade nochmal durch diese Küche durchkämpfen und wurden von ein paar Hunden angegriffen und unter anderem von ihm hier. Haben die aber besiegt, haben jetzt gespeichert und hoffen, dass es weitergeht. So langsam wird es ein bisschen ermüdend, weil es jetzt echt wirklich in jeder Folge zig Abstürze gibt und wir ständig irgendwie neu laden müssen und dahin müssen. Wie gesagt, wir hoffen, dass das irgendwie zu handeln ist. Da geht es gar nicht raus, dann versuchen wir wieder da rein. Vielleicht geht jetzt die Tür zur Seite. Nein, das ist der Todesraum. Ja, scheiße. Oh nein. Muss ich da jetzt wieder zurück? Nee, da geht's nämlich jetzt auch nicht auf. Scheiße. Muss man hier den Strom irgendwie ab- oder anschalten? Oh. Er macht halt. Nimm seine Waffe noch schnell mit. Im Boden lag. Und jetzt nichts mehr. Tschüss, du Scheißraum. So. Zack, Absturz. Ich weiß nicht, ob ich sehr lachen würde, aber zumindest ein Grinser. Nein! Das ist der gleiche Raum? Nee, ist doch in der. Das sieht nach einem großen Raum aus. Und das Spiel hat gerade gespeichert. Da machen wir jetzt eine kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen. Tschüss.